Willkommen zurück, Freunde des schlechten Geschmacks bei Alien Isolation mit dem Surido. Aha, das Ding hätte ich also einfach nur noch ausschalten müssen. Genau das vor der Tür. Und ich habe auch herausgefunden, wie man seine Batterie nachlädt. Hier geht es ja gleich wieder voll positiv vorwärts. Ach so. Ja. Ich brauche Zugang zu Apollo. Öffnen Sie umgehend den Transitor. Apollo Transit ist ausschließlich leitenden Angestellten von Seeksen und Syntheten vorbehalten. Okay, dann muss ich irgendwie einen Weg finden, direkt mit Apollo zu sprechen. Biologische Gefahreneindämmungsstufe Omega. Alle Berechtigungen widerrufen. Ich habe für sowas keine Zeit. Sagt, dass das ein Droide ist. Ich bitte, der ist von Weyland Yutani? Na ja, klar, sieht man ja. Der soll das Alien bestimmt lebendig fangen. Da wird das bestimmt noch nicht gekillt, der Schwanz. So stelle ich mir das vor. Oh, ich muss ja mein... Ich habe schon mal vergessen, meinen Timer anzumachen. Moment. Ja, jetzt geht's los. Es geht weiter. Ja, hat er ganz schön viel Kraft in der Pfoten, der Typ, ey. Total umgerubbt den Weg, irgendeinen schlechten Menschen. Schlecht Duin. So, mir gefallen die Duinen da gar nicht. Ich wette, die stehen gleich auf. Hallo. Inventar ist full. Ich will was Neues bauen. Oh, Medikit könnte ich mal bauen. Gerät gebastelt. Selbst gekillt, die Alte, oder wurde die gekillt, meine... Eigentlich muss sie sich selbst gekillt haben, weil... Ich glaube nicht, dass man sitzen bleibt, während ein Druide... Naja... Ein Schalter unterm Tisch, stand da irgendwas? Sehen ja auch ekelhaft aus. Kommen Sie?
Ah! Sie haben keinen Termin. Das ist doch mal was Gutes. Alter, Haufen Muni. Kommen die mir gar nicht hinterher? Ich dachte, die kommen jetzt alle an. Ja, was ist hier los? Bereite ich mich hier auf ein Boss-Battle vor oder sowas? Ah, Samuel, das gibt's ja noch. Oha. Ey, warum finde ich hier 1000 Molotov-Cocktails? Das kann doch nicht... Uah, das wird bestimmt gleich richtig abgehen, ey. Safe Point auch noch. Okay. Meine Instinkte sagen mir, es passiert etwas Krankes. Ich finde doch nicht umsonst so viel Munition. Oh, Baby. Warte mal. Okay, dann sollte man einfach nur gegen die Viecher kämpfen. Ich dachte, jetzt kommt der Boss Battle. Zum Glück hatte ich noch eine Rohrbombe. Eine Boom-Boom-Bombe. Ja, wo soll ich überhaupt lang? Brain-Dutan-Synthet registriert. Unbefugter Zugang registriert. Sag ich doch, Wayland-Titan-Droide. Safe. Erstmal speichern. Schon mal eine gute Idee. Ja, wo geht's hier eigentlich hin? Muss ich hier lang?
Ich gehe nochmal ganz kurz hinten gucken, ob hier irgendwas ist. Anderen Weg gibt's ja hier nicht. Nö. Und da bin ich gekommen. Nö. Na, dann gehe ich da rein. Zack. Zack, habe ich es auch. Aufzug nach unten zur Androiden-Einweisung. Abfall? Störung. Super. Was sagen Sie? Nichts. Nur noch mehr Schaden in der Station der Kapazität. Das Übliche. Die mal für Klimperkünste vorweist, ja, ich hab da schon längst gepackt, oder ich hätte auf die Idee kommen. Keine Ahnung, ich... Da lang zu klettern, ey. Naja. Hier, in der Androidenabfertigung. Wir haben ein Problem auf der Station. Weiß gegen Rotopfer. Gerade hat sich ein Android mit Schädeltrauma an APDC gemeldet. Er ist mit Blut vollgespritzt. Menschlichem Blut. Ich habe die Marshals informiert, meine Sekretärin in Sicherheit gebracht und mich auf dem Weg zum Transit gemacht. Ich werde einen Hiwi-Android damit auftragen, Apollos Rat einzuholen. Vielleicht weiß Apollo, wer zum Teufel hierfür verantwortlich ist. Gespritzt, nicht gut. Ralf Gies könnte meine Aufmerksamkeit bedürfen. Ist da hier? Droppen tun die auch nichts mehr. Mann! Was ist denn das? Schöne Munition. Oh. Ja. Problem gelöst. Naja, meine Revolver habe ich ja auch noch. Kamera ausmachen. Weiß nicht, was sonst noch passieren soll, außer dass alle Droiden kommen, aber... Oh, hier geht's runter. Ein Leuchtfackli. Leuchtfackel. Fackel. So. Wo ist ich da runter?
Wahrscheinlich soll ich einfach nur hier rausgekommen. Legt er sich wieder hin? Munition nicht spart, wenn man das langsam hätten angegangen. Ripley, gut, dass Sie es in einem Stück geschafft haben. Apollo Sicherheitsperimeter wurde so eingerichtet, dass nur Sixen-Syntheten auf ihn zugreifen können. Hören Sie mir zu. Ich werde etwas Drastisches unternehmen müssen, wenn wir Apollo wieder verbinden wollen. Ja, was drastisch ist? Was denn drastisch? Was macht denn die Knoblauchler da? Ich werde die Neuformatierungskammer benutzen. Das ist der einzige Weg. Ich musste Strom aus dem Bereich umleiten, damit ich das versuchen kann. Neuformatierung. Was macht er? Speicherli. Bestimmt gleich zur Sache hier. Was hat er denn vor? Neuformatierung? Was Drastisches? Wenn ich nochmal so höre, irgendwas Drastisches unternehmen. Ja, das ist doch... Oh Mann. Samuels, das ist zu gefährlich. Ja, viel zu gefährlich. Wünschen Sie mir Glück. Samuels, nein! Der sich zu einem Sixen-Typen umformatieren lassen? Warnung, Apollo-Verbindung eingeleitet. Apollo-Infizierung wurde beseitigt. Die Kreatur ist nicht mehr an Bord. Die Station ist sicher. Erbitte Aufhebung aller Gefahreneindämmungsmaßnahmen. Warnung, unbefugte Verbindung. Ripley, Apollo weist mich zurück. Das könnte zum Problem werden. Samuels? Apollo versucht, mich vom Verbinden abzuhalten. Oh nein! Amanda! Sie müssen das System manuell abschalten! Bitte! Scheiße! Samuels, ich werde es versuchen! Halt! Sie müssen es in der richtigen Reihenfolge tun, oder es entsteht eine Kaskade, die tödlich für mich ist! Ich greife auf die Sixen-Schaltpläne zu. Lösen Sie das rote Kabel zuerst! Was? Okay, zuerst rot! Was ist denn für ein rotes Kabel? Sicherheitsparameter. 75% Systemkapazität.
Ripley. Suchen Sie nach einer geöffneten Bodenplatte neben einem deaktivierten Androiden. Huch! War wohl nicht richtig. Oder musste ich da weglaufen? Wir haben jetzt Kaboom gemacht. Blau? Samuels, das ist zu gefährlich. Grün. Ah! Ja, viel zu gefährlich. Wünschen Sie mir Glück. Samuels, nein! Hier ist rot. Das ist das rote Kabel. Ah Mann, ey. Okay. Samuels, jetzt geht's los. Du bist in guten Händen. Warnung, Apollo-Verbindung eingeleitet. Apollo-Infizierung wurde beseitigt. Die Kreatur ist nicht mehr an Bord. Die Station ist sicher. Erbitte Aufhebung aller Gefahreneindämmungsmaßnahmen. Warnung, untersuchte Verbindung. Ripley, Apollo weist mich zurück. Das könnte zum Problem werden. Samuels? Apollo versucht mich vom Verbinden abzuhalten. Oh nein, Amanda, Sie müssen das System manuell abschalten. Bitte! Scheiße, Samuels, ich werde es versuchen. Halt! Sie müssen es in der richtigen Reihenfolge tun, oder es entsteht eine Kaskade, die tödlich für mich ist. Ich greife auf die Season-Schaltpläne zu. Lösen Sie das rote Kabel zuerst. Okay, zuerst rot. Menschliches Personal, evakuieren. Dies ist keine Lösung. 25% Systemkapazität. Rot erledigt. Als nächstes! Brauchen wir ein blaues Kabel! Können Sie es sehen? Ja. Kann ich. Ich hab's! Blau getrennt! Was jetzt? Ich kann nicht auf die Schaltpläne zugreifen! Apollo macht es mir nicht leicht! Ich brauche das nächste, Samuels! Was? Was ist da los, Ripley? Die Notfallbeleuchtung ist angesprungen! Ich kann die Kabelfarben nicht erkennen. Sie müssen mich anweisen. Das nächste ist an eine Steckdose angeschlossen. In der Nähe einer umgeworfenen Tragbarke. Gefunden. Nur noch zwei, Ripley. Suchen Sie nach einer geöffneten Bodenplatte neben einem deaktivierten Androiden. Jetzt nur noch eins, Ripley! Okay. Machen wir. Heilige Scheiße. Ganz ordentlich deinem Typ, wa? Ich dachte, ich muss ihn jetzt besiegen. Ricardo, wenn Sie da sind, nehmen Sie ab. Sie sind fett. Ich bin hier, tut mir leid. Samuels hat es nicht geschafft. Verdammt. Er hat den Apollo-Transit für mich geöffnet. Ich werde direkt dorthin gehen und Apollo beauftragen, die Abregelung aufzuheben. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Mach mal keinen Stress hier, Kollege.
bewegt sich denn da? Mann! Da hinten will ich speichern. Na, ich mach ihn kalt. Ich könnte den Molly werfen, weil ich hab den da hinten nochmal gesehen. Kommt der jetzt hier rein? Nö. Okay. Ja gut, Freunde der Sonne, beende ich mal die Folge. Cyrilo Ende, wir sehen uns. Oh, wir hören uns. Ihr seht mich. Nicht wirklich, aber gut. Haut rein.